Und damit auch noch herzlich willkommen an alle YouTuber, Brinnen, Schauerinnen, Videogucker, sowas, alle YouTube-Gucker, herzlich willkommen. Wir spielen heute Runde Last Epoch und ich hoffe, es funktioniert alles. Ich bin guter Dinge, ich bin wirklich, wirklich guter Dinge. Lass mich einmal hier noch mein Shit-Job machen. Perfekt. Sehr schön. I like it. Es scheint alles zu funktionieren. Und dann begeben wir uns in das Spielchen. Ich hoffe, es wird relativ chillig. Es wird auch echt casual. Also, wir werden sehr, sehr wenig uns an irgendwelche... Also, sehr wenig. Wir werden uns gar nicht an irgendwelche Guides halten. Wir werden kein Meta betreiben. Wir werden einfach dieser geilen Musik lauschen. Die jetzt keine geile Musik mehr ist, weil es ist vorbei. Laufen einmal durch das Lager der Hüter. Wir hatten letztes Mal ja zumindest bis Level 8 spielen können. Und so ein wenig was austesten können. Ich will hier auch mein eigenes Bild fahren. Mal gucken, ob wir damit gut klarkommen. Bis jetzt eigentlich ja. Mal gucken, ob das so bleibt. Ja. Weiß keiner. Wir gehen auf die Nordstraße. Wir reisen dorthin. Ich glaube, wir haben auch nichts im Inventar. Ja, nicht wirklich. Okay, das Reisen. Das funktioniert. Ich wollte gerade schon sagen, es dauert aber wieder lange. Okay. Zumindest das sieht so aus, als würde es funktionieren. Perfekt. Also, mal gucken. Kann noch so ein klein wenig vom Ton her höher gehen. Ja? So ein ganz klein wenig. Wen haben wir denn da? Ach, das ist er. Okay. Ja, dann gehen wir ihm nochmal hinterher. Wir konnten das letzte Mal nämlich nicht mit der Guten hier reden. Gut. Oh. Nee. Ups. Ja, he gone. Perfekt. Alter, was ist gerade geschehen? Ganz ruhig, wer war das? Das war Orion. Ein Ausbrichsgeneral. Ich habe ihn in ihrem Lager gesehen, aber so noch nie. Sie ist, als wären sie in Richtung des Hochlands gegangen. Da, wo die Ausbrichs ihre Basis haben. Aber es sind zu viele. Es ist zwecklos. Ich kümmere mich drum. Du, was? Jetzt sage ich mir nicht mehr. Ich übernehme das. Gar kein Problem. Ja, ich glaube, hier waren wir letztens, ne? Hier war nichts mehr. Ach, hier ist nochmal die Truhe gespawnt. Sag mal, können wir die immer wieder abholen? Wäre das nicht ein bisschen Cheating, wenn wir das immer wieder machen könnten? Übertragen wir alle Materialien. Also, ich fände das ein bisschen... Ich finde das ein bisschen Cheating-mäßig. Wir sollen zurück zum Lager. Super, jetzt sind wir hier hingereist, jetzt dürfen wir wieder zurückreisen. Ja, das klingt ja super. Toll. Ganz toll. Famos, um es nicht zu sagen. Wirklich. Gucken wir mal. Es dauert schon wieder ewig. Warum? Ich dachte, sie hätten das so langsam ein bisschen gefixt. Why? Warum dauert das immer noch so 500 Jahre? Ich kann hier Ringelrangelrose um das Ding spielen mit mir selber. Danke, bitte. Ach ja. Okay. Was mit dir hier? Entschuldigung. Ist nicht so viele Umstände gemacht? Ich habe gehört, einige unserer Samen waren im Hochsamen verschollen. Okay. Das beinhaltet meine Nichte. Sie ist keine Kämpferin wie ich. Sie möchte nur die Gärten pflegen, aber verzweifelte Zeiten. Wie fühlst du das, was passiert?
Ich mache mir Sorgen, weißt du, im Moment ist das Hochland in den Händen der Ausbrechs. Sie sollten in die Gegend ausspielen, aber inzwischen müsste sie schon zurück sein. Auf keinen Fall wirst du. Auf jeden Fall, wenn du sie findest, sag mir, wie es hier geht. Danke, kein Problem. Jo, mach mal. Machen wir gerne. Was ist mit dir? Ah, du bist die. Du bist diese Maeve. Okay. Nicht mehr lange. Ziemlich schön, ich höre wechsel lange jeden Tag. Wäre schön, wenn Geralt noch da wäre. Ich würde das im Gebiet etwas eingeraten. Glaubst du, ist das Zeug dazu? Ja, mit deiner Ausrüstung, das wird alles. Stehe. Müssen wir wohl meinen Laden ansehen? Ja, ich will den Laden ansehen. Ich will mal gucken, dass ich hier noch was verkaufe. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Das brauchen wir auch nicht. Und was ist das? Ist das besser? Nee, ist auch nicht besser. Weg damit. Born. Achso, hattest du was Besseres? Ja, ist egal. Nicht wirklich, ne? Verringerte. Die könnte man sich kaufen? Tauschen wir die mal aus. Verkaufen die direkt. Erhöhter Zauberschaden. Her damit. Kritische Trefferchance, nee. Erhöhte Castgeschwindigkeit, nee. Okay, ich glaube, das sollte es auch gewesen sein, ne? Ja. Ist das da noch? Tarschaden, Nekroschaden, nee, nee, nee. Danke! Opa, das wollte ich nicht. So, jetzt zu der allseits beliebten Hüterin Lina. Oh, der wurde entführt. Riesiger Drache. That must be Orion. If he captured Balthus, he's in danger. Wer ist das? Osprey's General. He's the one leading the hunt for us. Okay. What happened to the artifacts Balthus was protecting? Ja, zusammen mit ihm. We have to save Balthus. Get him and the Epoch back. Their camp is not far. I have to organize a group. Go after him. Ich mach das. Are you sure? I could gather soldiers. Have them come with you. Jetzt. You'll walk into an entire army of Osprecks. Jo. Stay safe. Stay alive. And bring Balthus back. Gar kein Problem. Du. Du, meine Liebe. Da gibst du was. Das nennt sich Fireball. And I'm gonna cast it. Okay, also ich muss jetzt hier so ein bisschen was davon nehmen. Das ist 70 LP fällt. Das da kann ich noch nicht skillen, ne? Was haben wir denn hier? Intelligenz. Ja, wir könnten hier noch reinskillen. Wir könnten uns noch ein bisschen mehr Intelligenz geben. Noch ein bisschen mehr Intelli-Klug, wie ich es gerne nenne. Und jetzt können wir nämlich auch hier lang. Das ging schnell jetzt. Das hätte ich nicht erwartet. It was fast. Oh. Okay, ich muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Damit so ein bisschen reinkommen, meine ich die natürlich one-shotten. Holy f... Okay. Oh, da haben wir einen... Kritische Trefferschaden nach oben. Nee, nee, das endet für euch. Sag mal, ich mache aber extrem viel Damage, hä? Das ist irgendwie, fühlt sich das gerade ein bisschen unfair an.
Huch. Ey, das ist ja wirklich, das ist ja richtig guter Damage, ey. Wait, der steht wieder auf? Bleib liegen! Huch. Ja. Stufe 9. Ja. Hey, darf ich die mitnehmen? Danke. Wo ist denn das Teil, was die ganze Zeit hier so... Ach, da ist so ein... Guten Tag! Weg mit dir! Ja, gar kein Problem. Ich glaube, sie ist dead. Ah, ne. Ja, sie ist gerade am Sterben. Okay. War eine Falle. Ja, warte mal kurz. Sehr schön. Okay. Die Ausbrecks haben uns als Köder benutzt, einen Hilferuf abgesetzt. Sie wollen jeden in einen Hinterhalt locken, der... Ruh dich aus, du hast dich gut geschlagen. Stirb ruhig. Leise. Oh, was ist das für ein Vieh? Ah, die kämpfen gegeneinander. Habe ich das Vieh gerade gewonnen-tappt? I don't know. Ich glaube, ich one-tappe die mit Kritz, oder? Sieht jedenfalls so aus. Nice. Die Stachelleber des Ochsen. Mit die heilige Blüte, die schießt mir zu viel von diesem Giftzeug. Witne. Hey, stimmt, warte mal. So war das, ne? Ja, so war das. So ist das schon viel besser. Da ist sogar was zum Erkunden. Ja, unten. Wie OP die Klasse ist? Ja, keine Ahnung. Also kann ich jetzt legit noch gar nicht so wirklich sagen. Ich finde es gerade stark. Aber kann aber auch sein, dass die Gegner einfach nur hier wirklich so richtig mies sind. Und ich deswegen halt so mir so stark vorkomme. Hallo? Mann. Einfach nicht geklickt bekommen oder was? So. Das könnte der Case sein. Aha. Das war freigeschaltet, das wollen wir doch immer sehen. Sonst noch irgendwo was? Ich glaube, ich mache nur so extrem viel Damage an denen, wenn ich dieses komische Flammendurchdringen-Zeug auf die drauf bekomme. Oder? Ah, nee. Naja. Nicht wirklich. Mal mache ich gut Damage, mal mache ich keinen Damage. Man weiß es einfach nicht. Manchmal wiederbeleben die sich, manchmal aber auch nicht. Das
noch nicht so hundertprozentig raus, wenn das der Case sein soll. Erstmal so Ruhe! Der hat sich vermehrt. Vermehrt! Jawohl. I am not a man of many pockets. I'm not a man of many pockets. Okay, dann sortieren wir mal das Ganze hier und gucken uns mal an, was die Zauberstäbe hier so können, ob die besser sehen. Ja, was heißt hier die Spätschicht lieber wieder auf eine Viertelstunde? Eine Viertelstunde. So. Feuerschaden? Ja, 17% Feuerschaden mehr und 1% auf Erzündung bei Treffer mehr. Ja. Aber ich glaube, die 1% Chance auf Entzündung bei Treffer ist jetzt nicht so krass, dass ich dafür einfach 3 Zauberschaden und 2% mehr Damage abgebe. Nee, das lass mal. Das hört sich doch nicht so gut an. Plus 1 Einstimmung, was soll das sein? Aber zu spät. Ja! Puh! Was soll ich sagen, ne? Nee, das ist Dot Damage. Das will ich auf jeden Fall behalten. Das sieht extrem nice aus, aber. Schergenschaden, kritische Trefferchance und erhöhte LP-Regeneration. Das sieht zwar gut aus. Ist es wahrscheinlich auch. Deswegen nehmen wir es, aber. Wait a minute, das ist Lederhandschuh. Okay, so. I cannot wear this. What? Stufe 15! Ja, wer gibt denn bitte Stufe 15 Gear mit Level 9? Hä? Was ist denn das für ein komisches Spiel? Feuerbeständigkeit, Wurf. 12% Chance auf Erzündung bei Treffer. Das klingt schon eher nach etwas, was ich haben will. Aber das gibt halt auch 10% Feuerschaden, wenn jetzt ist. Ne, das lassen wir dann mal noch. Nekrotischer Schaden will ich sowieso nicht. Ich glaube, ich kann alles eigentlich. Ich kann das eigentlich wegmachen. Jetzt mal die Materialien hier weg. Chance auf Entzündung bei Treffer, ja. Schaden im Laufe der Zeit, ja. Ja, tell me more. Das sieht doch schon ganz okay-isch aus. Ja, Mana kosten weniger. Ja, komm. Ist zwar eine Nahkampfwaffe, aber naja, wir casten ja eh mehr. Tell me why. Hey, wie ist Lars Epoch? Ich find's gerade. Also, ich find's geil. Na gut, ich bin Level 9, ne? Also, so krass viel Aussage treffen kann ich wahrscheinlich auch noch nicht. Ich werf das da mal alles. Können wir dafür die. Das hier. I am not a man. Ja, I am not a man of many pockets. Das da ist eh für den Wächter. Das da ist auch für den Wächter. Und das da ist auch für den Wächter. Nee, das kann ich aber noch nicht tragen, weil die Stufe zu niedrig ist. Ich heb's mir mal auf. So. Der Schild. Was macht der? Ja, kannst du knicken. Also erstmal alles. Hier das alles weg. Das ist nämlich alles so ein normaler Shit. Den braucht keiner. Wie ist Diablo? ja, Diablo, richtig geiles Game, wenn wir von dem Dreier reden. Dann ja. Nee, also Last Epoch fühlt sich auf jeden Fall deutlich besser an als Diablo. Wirklich deutlich besser. Keine Ahnung. Es
ist jetzt schon irgendwie simpler. Du hast nochmal deine ganz normalen vier Spells, ne? Q, W, E, R. Plus Maustaste. Basic. Du hast noch nicht mal den linken Maustastenangriff, weil ich glaube, bei Diablo hast du ja links und rechts, ne? Hast du noch nicht mal. Gibt's nicht. Das. Und wenn du deine Spells aufmachst, ist es auch sehr geordnet. Du siehst alles sofort auf einen Blick. All deine Spells, die du jemals in deinem ganzen Leben, in deinem ganzen Magierleben bekommen wirst. Was mega ist. Und einiges davon erinnert auch an Diablo 3. Wie zum Beispiel hier Schwarzes Loch, Meteor, Waffe verzaubern, was haben wir hier noch? Flammensturm, wobei Flammensturm jetzt glaube ich eher nicht. Frostwand, das war glaube ich, oder? Keine Ahnung. Der hier hat noch was. Vulkanische Kugel, Desintegrieren. Das erinnert hart an... Ich habe einen Teleport. Das erinnert hart an Diablo 3. Ja, nicht 1 zu 1, glaube ich. Nicht 1 zu 1. Der schwarze Loch sieht sehr danach aus. Doch, ja, das schwarze Loch, gebe ich dir recht. Das sieht sehr nach einem Diablo 3 Spell aus. Definitiv, hundertprozentig. Du hast auch hier den Flammenschutz zum Beispiel, was, glaube ich, auch ein Mage-Spell war, halt sich so ein Dings zu geben. Ehrlich, die vulkanische Kugel auch? Waffe verzaubern? Nee. Ich habe sehr viel Mage gespielt. Das Waffe verzaubern sieht anders aus. Desintegrieren. Sieht ungefähr gleich aus, aber ist nicht hundertprozentig gleich. Ist nicht hundertprozentig gleich. Vulkanische Kugel, glaube ich, nee. Also es gab so eine andere. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das Icon verändert hat, je nachdem, weil in Diablo 3 konntest du ja dann das Element da drauf wählen, indem du Runen oder so draufgepackt hast. Ich glaube, es sah nicht ganz so aus. Also es ist ähnlich. Brauche ich gar nicht drüber zu reden, definitiv, hundertprozentig. Aber du wirst halt direkt mit was begrüßt, was du kennst. Geil. Und dann haben sie die ganze Komplexität im Sinne von, du hast übelst lange Spelltrees und musst überall hinskillen, so wie in Path of Exile zum Beispiel, worauf ich ja überhaupt gar nicht klarkomme. Ne? Auch wenn es noch so ein geiles Game ist, es sieht für mich einfach viel zu komplex aus. Du kannst hier oben in diese Leiste, kannst du dir Spells reinmachen, die du levelst, wenn du sie dann castest. Unter anderem zum Beispiel den Fireball. Und in der hat seine eigene XP-Leiste und kann dann quasi Sachen reinskillen. Also quasi auseinandergezogen. Du hast nicht einen dicken, sondern du hast halt mehrere kleine, was das Ganze viel, viel übersichtlicher macht. So, und dazu hast du dann noch deinen passiven Tree. Den du, glaube ich, mit P, ja. Und vor allem hast du dann noch deinen passiven Tree, wo du deinen eigenen Charakter dann levelst. Also, der ist auch nicht komplex. Guck dir das an. Das ist mega einfach. Du hast deine normale Standardklasse. Und wenn du dann einen der drei hier freischaltest, skillst du halt in denen. Und du kannst zu jeder Zeit, was das ist das Allergeilste, du kannst zu jeder Zeit deine Punkte zurücksetzen und nochmal neu reinskillen. Es gibt so einen Skiller in der Stadt, der dich deine passiven Punkte einfach zurücksetzen lässt. Ich weiß noch nicht, was der kostet, ob der viel kostet oder nicht. Und du kannst sogar die Skills zurücksetzen. Das einzige Manko da dran, was heißt das Manko? Also die Kosten da dran sind halt, du setzt die komplette Stufe zurück. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Punkt raushole, setzt der mich wieder an Anfang von Stufe 3. Das ist hart, aber ganz ehrlich, so oft wie man den Spell dann castet, macht das halt auch nicht so viel aus, wenn du dann da so ein Level verlierst, weil du einen Punkt zurückskillen willst. Und ich glaube, es ist auch so, genau, Punkte entfernen und dann gibt es noch Spezialisierung aufheben. Ja. Die neue Fähigkeit startet auf deiner minimalen Fertigkeitsstufe. Das heißt, ich gehe schwer davon aus, wenn ich das machen würde und würde eine Fähigkeit rausnehmen und wieder reinsetzen, würde die auf Level 3 wieder starten.
dann. Genau, und die ganzen XP werden dann halt wieder weg. Das ist das Allergeilste daran. I tell you. Es hat einen kompletten Offline-Modus. Du kannst also komplett offline spielen. Sogar so, dass der nicht zum Internet connected. Du lädst das Ding runter, gehst auf Offline-Modus und kannst es komplett offline spielen. Oder du spielst den Online-Modus, wo ich natürlich jetzt noch nicht so viel drüber sagen kann. Aber du kannst komplett Koop spielen. Ja, Cheats. Ja. Du kannst deinen... Deswegen, die Offline-Charaktere können nicht online spielen. Es geht nicht. Die sind komplett rausgenommen. Die kannst du auch niemals ins Online-Play mit reinnehmen. Die haben dafür ihre Saves lokal bei dir auf dem PC liegen. Das heißt, du kannst sie manipulieren. Ergo Cheat. Die Online-Charaktere, die sind dann auch nochmal aufgeteilt. Da kannst du auch, so wie du das haben willst, du kannst Solo-Charaktere machen, die nicht mit anderen in der Gruppe zusammenspielen können. Du kannst Charaktere machen, die nicht mit anderen traden können. Oder du kannst ganz normal spielen, so wie ich es jetzt hab, wie in Diablo. Nee, eigentlich quasi wie in Path of Exile. Du hast einen kompletten Online-Charakter. Du kannst traden mit dem, du kannst was weiß ich was machen. Also alles komplett. Zwischen Solo und Offline ist, glaube ich, der Unterschied, dass Offline halt Offline ist, du niemand anderen siehst, und Solo bedeutet einfach nur, du spielst nicht in einer Gruppe. Du bist trotzdem noch online, aber du spielst nicht in einer Gruppe. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Solo und Offline. Aber nagel mich nicht dran fest, weil ich habe mir halt direkt so einen Online-Charakter gemacht. Weil Season und direkt online. Hallo. Es gibt auch nochmal zwischen Season und hier Infinity oder so irgendwie, was heißt das da? Wie in Diablo, dass du dann halt einfach so einen ewigen Charakter hast. So, ich will aber... Eine Cast-Geschwindigkeit, was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte das hier, ne? Ja. Wir wollen hier rein skillen. Und dann entfachen 25% schon. Ja. Let's go. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube ja. So, aber, jetzt kommt das Aber. Die hatten ja am Anfang ganz viele Probleme. Das heißt, du konntest nicht wirklich spielen. Und ich merke jetzt noch, es geht zwar, es ist möglich, aber es sind noch sehr lange Ladezeiten. Man muss aber sagen, trotz, dass es lange Ladezeiten hat, ich habe gerade eben, glaube ich, nochmal geguckt, hat es immer noch 85.000 Zuschauer gerade auf Twitch. Also, selbst mit den ganzen Problemen, selbst mit den, dass da Ladezeit drin war und was weiß ich nicht alles, ist es trotzdem noch, kommt es sehr gut auf Twitch an. Deswegen gehe ich schwer davon aus, ja, es lohnt sich. Egal, ob man jetzt irgendwie Ladeschwierigkeiten hat oder nicht. Es wird, denke ich, ein relativ großes Spiel. Je nachdem, was die auch in ihren Seasons machen. Ne? Das weiß man jetzt natürlich noch nicht. Und wie gesagt, Endgame kenne ich halt noch überhaupt gar nicht. Also ich weiß nicht, was genau mich im Endgame erwartet. Es wird auf jeden Fall, denke ich, Dungeons geben. Also so Diablo-like, ne? Also, dass du irgendwelche Dungeons hast, die du machst. Und es hat halt die Vorzüge von Path of Exile. Du kannst halt mit jedem und alles traden. Also dein komplettes Gear, das kannst du nachher quasi Auktionshaus oder was weiß ich, kannst du da reingeben. Oh, das da ging schnell. Was heißt Pay? Achso, ja. Warte. Pay to win. Ja. Gucken Sie sich an. Also der Laden für Ziergegenstände nennt es sich. Ist ein komplett kosmetischer Laden. Es gibt nichts. Pay to win, Pay to progress. Gibt's nicht. Es gibt nur Pay to gut aussehen. Das ist das Einzige, was es gibt.
Es gibt sonst, du kannst hier keine Mets kaufen, du kannst hier keine Level Booster kaufen, du kannst hier, das geht nicht. Es ist unmöglich. Und soweit ich weiß, kommst du auch relativ schnell mit dem Level voran. Also das heißt, so ewig bis ins Late Game geht's dann auch nicht. Ich glaube, ab Level 60 bist du schon im Late Game und es geht bis Level 100. Lohnt sich jetzt mein Dreck. Unterstützerpakete? Hier, auch kosmetisch. Rein kosmetisch kriegst du ein Pet. Die Pets sammeln noch nicht mal auf. Also ist ja nicht mal wie in Diablo so, dass dein Pet dann irgendwas machen würde. Nee, das ist einfach ein fucking Pet. Das rennt neben dir her und macht gar nichts. Es sieht einfach nur gut aus. Und dann gibt es hier so Eternal Templar und den Eternal Vanquisher. Und das sind die... Deswegen heißen die auch Unterstützer-Pakete, weil die halt einfach wirklich den Entwickler nur unterstützen. Das ist wie in Path of Exile. Path of Exile ist das, glaube ich, auch so, dass die wirklich nur rein kosmetische Sachen machen und darüber ja den meisten, das meiste Geld verdienen, so wie Riot zum Beispiel mit League. Genau, da gibt es die und dann gibt es noch die Vorbesteller-Edition, die man sich jetzt im Nachhinein auch nochmal kaufen kann. Wo ich dran am gucken bin, mir maybe vielleicht sogar die Ultimate Edition zu holen, wenn es mir wirklich, wenn es gut geht. Wenn das Late Game mir auch noch zusagt und dann kann man sich überlegen, ne, dann kann man mal so ein bisschen was ausgeben. Ich glaube, eine Sache habe ich sogar durch Twitch oder so bekommen. Ach, guck mal. Ich habe sogar schon so ein. Das ist ja schon so Pets. Hab ich noch irgendwas? Irgendwas gab's von Twitch. Sie sind halt. Also es sieht halt sehr teuer aus, muss ich sagen. 200. 200 sind 20 Euro, also das kostet halt schon. 100 Punkte kosten halt schon 10. Das einzig Gute ist, das ist extrem heftig, es sind runde Zahlen. Du kommst einfach auf Null, wenn du deine Punkte ausgibst. Du stehst da nicht plötzlich mit so 32 Punkten oder so und kannst sie für nichts mehr verwenden. Nein, du kommst immer auf Null. Immer. Ist heftig. Ich weiß nicht, dass es so schnell geht wie bei Wolzen. Ja, Wolzen muss man aber, glaube ich, sagen, hat auch nicht so das krasse Online-Potenzial gehabt, ne? Also bei denen war das Online, es ging, aber es war auch, und vor allem, hier muss ich auch sagen, zumindest im Moment, gefällt mir auch das Klicken. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist ja immer noch ein Hack'n'Slay und du musst halt die Viecher anklicken und du musst auch den... Gut, beim Loot ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber du musst halt die Viecher anklicken und das habe ich schon immer bemängelt, dass die ganzen, die rauskamen, die ganzen Hack'n'Slays, auch Diablo 4 jetzt... Hi. Hello. Der läuft. Auch Diablo 4, die hatten irgendwie so ein weirdes Klickgefühl. Dass du immer passgenau auf die Gegner und damit die Hälfte der Zeit irgendwie daneben geklickt hast. Muss ich sagen, habe ich hier jetzt so gar nicht das Gefühl. Das geht echt. Also... Oh. Hello, please die. Danke. Achso, ich könnte hier mal... Ich müsste, glaube ich, mal zurückgehen und mein ganzes Zeug hier verkaufen, bevor ich hier weitergehe. Okay, sag mal, ein Manko, was es gibt, was die auch, glaube ich, nicht rausholen werden. Wenn du zurückportest, musst du den kompletten Progress der Karte wieder machen. Das heißt, der Kartenprogress speichert nicht. Also du kannst auch kein Portal machen, zurückreisen
und wieder hinreisen und der ganze Loot liegt noch da. Gibt's nicht. Das heißt, jo. Ist aber, glaube ich, eigentlich auch kein Problem, zumindest später hinaus, weil du dann eh den Loot, weil du dann sowieso den eingebauten Loot-Filter benutzen kannst. Es gibt einen eingebauten Loot-Filter. Der nennt sich hier Beutefilter. Du kannst hier selber einen Beutefilter erstellen oder dir einfach im Internet einen runterladen und einfügen. D4. I look at you. Ja. Deswegen glaube ich, später noch macht das überhaupt keinen. Also macht das überhaupt nichts mehr aus, dass du nur so wenig Inventarplatz und nur so wenig Inventarplatz hast. Ist, glaube ich, nur early so, weil man allen Ramsch mitnimmt, weil kein Lootfilter eingestellt ist. So, weg damit. Euer Schaden. Ja. Ist es da besser? Nee, komm. Ja, das ist definitiv. Ja, das nehmen wir. Tschüss. Das da können wir sowieso wegmachen. Ne? Weg damit. Ja, komm, ich werde noch besser finden. Darf ich da jetzt nicht? Nichts Besseres finden würde. Was sagt das hier? Feuer? Nee. Oh nee, ich habe glaube ich Metz verkauft. Nee. 1000 Items zu suchen. Ja, aber mit Lootfilter ist es doch eigentlich umso geiler, weil ganz ehrlich, wenn du in Diablo halt, wenn da extrem viel Loot gespawnt ist, und du hast vor Loot quasi nicht das Item gesehen, was du eigentlich haben willst, und sammelst erstmal den kompletten Loot auf und musst dann ins Inventar gehen und denkst dir so, okay, ah, da ist ein geiles Item. So, bei, wenn du einen Lootfilter eingestellt hast, siehst du direkt, wenn ein mega geiles Item spawnt. Was doch viel cooler ist, als wenn du erst dann in dein Inventar gehen musst und musst es suchen. Das finde ich halt. Also, und vor allem, es macht so viel einfacher. Es macht so vieles so einfach. Nee. Nee. Nope. Warte. Nope. Was haben wir hier? Ja, das gibt halt Feuerschaden, dass das mir ein bisschen, das ist ein bisschen besser. Nope. Stärke? Was? Nope. Schergenschaden, ach, alles für Nekro. Einstellung, Gesundheit, nee. Und das da auch nicht. Haben wir gemacht. Aus da. Weg. Ah, stimmt, der hier. Hat sich als Falle herausgestellt. Hey, Schengen, geht es Ihnen gut? Leider haben die meisten nicht überlebt. Oh, Terra, ich bedauere deinen Verlust. Nee, ich habe den Auswegsbild beseitigt, der es getan hat. Nein, ich muss in den Leichenbergen, wenn das vorbei ist, in den Garten verteilen. War das mein Mitgefühl? Okay, die Quest hat jetzt wirklich quasi gar nichts gegeben. Danke. Danke, Spiel. Sehr nett. Okay, das ist, glaube ich, noch die offene Quest, die man dann, die ich habe. Hä? Wait. War das... Ach so, nee, okay, wir waren ja jetzt hier. Ha? Also, alles in allem, ich denke, es ist definitiv ein Kaufwert. Definitiv. Es ist ein Kaufwert. Weil man kann es halt kurz spielen. Hallo. Und es wäre ein Game, was wir wieder à la Diablo zocken könnten. Hint! Wenn man mal wieder so ein Wochenende Diablo durchziehen will. Perfekt. Hört sich gut an.
Nee. Nee. Ich habe ganz vergessen, oder ich habe es einfach überhört, als du es gesagt hast. Wann zieht ihr denn um? Wann ist denn the date? Ist das diese Woche oder was? Hast du deswegen keine Zeit? Alright. Oder man bekommt es. 15. Ah, okay. Also 2 Wochen, okay. Kommt das Geschenk, wäre noch besser. Ja, du, also, ich, ne? Nice. Bis dahin wird noch schön die Wohnung mit Kartons voll geklatscht, gell? So. Ja, Fabian, musst du dir verdienen. Dann vielleicht schenkt es dir ja jemand. Vielleicht schenkt es dir dann jemand. Wenn du es dir verdient hast. Ja, Wohnung ist schon voll, aber da geht noch. Da geht bestimmt noch, oder? Oder, nee, ihr habt ja noch nicht alles gepackt, oder? Also, wahrscheinlich ein Großteil, aber ja, nee, alles. Nice. Noch wenig? Okay. Uff. Dann steht das noch alles an. Eieieiei. Weg mit euch. Heißt, du hast deine Sachen schon quasi gepackt, oder was? Sechstausenddreihundert Kanalpunkte. Vielleicht für 10.000. Mal gucken. Wie viel kosten das gerade? Lass mal gucken. Last Epoch. 34 Euronen. Ei. Okay. Ja, dann gibt's noch ordentlich was zu packen. Oh, ich kann dir sagen, Clara hat ja auch so viele Bücher, ne? Die Kisten werden richtig nice zu schleppen. Ich gebe die Empfehlung, mach nicht zu viele rein. $31,99. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür bezahlt hat. I am not a man of many pockets. I'm not a man of many pockets. Ja, ich weiß. Das ist nur so ein ganz kleinen Pocket. Mann, es regt mich schon auf. Ich habe hier unten noch was nicht erkundet. Hm.
Ja, wenn nicht, Fabian, einfach mehr Werbung gucken, wenn Werbung kommt. Ich kann es ja auch nicht ändern, ne? Einfach alle Werbung, die geht. Vielleicht springt dann auch so ein Last Epoch raus. So, kann ich die Kackteile hier einfach mal wegwerfen? Okay. Das ist auf Stufe 19. Weg damit. Ach, das war's schon? Okay. Da war nichts mehr. Da war nichts mehr. Ich dachte eigentlich, ich hätte von Twitch. War das nur. Nee, da war doch noch so ein Mantel da drin. Ah. Man muss mit. Okay, das mache ich dann mal fürs nächste Mal. Man muss sich noch verknüpfen. Dann kriegt man das Zeug erst. Okay. Ich habe nämlich so einen Mantel und so einen Dackel. Kann man. Wenn ihr jetzt hier zuschaust, Last Epoch, Drops sind auch, glaube ich, aktiviert. Sollten zumindest. Und die könnte man wahrscheinlich sogar bekommen. Die Drops. Ich sag mal einen Nutella's Epoch. Oh. Feiern. Oh. Also, da muss ja dann mindestens mal so 3 Monate Sub rausspringen, ne? Also so, ne? Sub für 3 Monate. Also ich rede jetzt nicht von diesem Tier 3 Sub. Also wenn du Tier 3 Sub gönnen willst, ne, dann. Dann nehme ich auch ein Tier 3 Sub. Aber so ein Sub für 3 Monate und dann können wir drüber reden. Dann können wir drüber reden. Dann zocken wir ein bisschen Last Epoch. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht durchgehen. Ich wollte mal gucken, ob ich noch leveln kann. Das kommt natürlich dann einem zum Verhängnis, wenn das Klicken so ein bisschen leichter ist. Dann klickt man nämlich einfach mal auf den Ausgang. Und hat 5000 Loading Screens hintereinander. Jetzt hätte ich da eigentlich stehen bleiben können. Hätte dann leveln können. So, jetzt level ich aber mal. Da kann ich noch gar nicht leveln. Wir geben uns noch einmal das da. Perfekt. Noch einen unbenutzten Punkt, glaube ich, oder? Ja. Geil. So, wenn du ein Feind mit zündest, nahegelegene Feinde, dieser Effekt hat eine Abklingzeit von 5 Sekunden. Nice. Feuertrefferschaden gegen entzündete Feinde plus 5. Geil. Ich will schon mal gucken, was das hier so. Ach! Guck mal einer an. Hier kann man quasi die in ein anderes Element wandeln. Die Blitzkugel und die vulkanische Kugel würden dann Kälteschaden machen. Blitzexplosion und vulkanische Kugel. Alright, alright, alright. Nee, das ist cool. Was haben wir hier noch? Die minimale Fähigkeit legt fest, wie viele Fertigkeitspunkte deine Fähigkeit anfangs haben. Sie spezialisierst und wie viele wenn die Stufe ist auch deine minimale. Okay, ja, okay. Gut, kann ich hier schon? Nee, da kann ich nicht reinskillen. Ich muss, glaube ich, sogar hier reinskillen, ja. Das war das letzte Mal das Problem. 3000 Knallpunkte. Tja! Jetzt guckst du mir zu wenig zu. Ja, aber ist mal wie es ist, ne? Fabian hier einfach, bester Zuschauer. Stealing my wing and my eye. Yet, I saw it.
The flames of prophecy reveal that these rats hid a treasure, one far more powerful than anyone could conceive. Okay. Every trinket I've gathered has been a step closer to this moment. The epoch will be the pinnacle of my collection. When I present this to Raya, this power, he will finally understand how worthy I am, what I have sacrificed. All for him. Haruspex, ich gehe schwer davon aus, den fighten wir gleich. Weil da finden wir die ganze Zeit die Tagebucheinträge davon, von dem Kerl. Irgendwas mache ich besser. Okay. Lass mal gucken. Ah ja, da ist er. Okay. Hello? Nee. Stirb. Oh Gott, ich komme da doch nicht raus. Ich habe doch keinen Blink oder so. Ah, ich habe mir keinen Blink geholt. Ich bin aber auch manchmal nicht so smart. Aber ich habe gute Lifehack. Und Ausweichkünste. Hiding! Hiding is everything! Kann er bitte sterben? Dauercasting! Ramschat? Ja. Pff. Gar kein Problem. Guck dir den an hier. Pff. So, ich nehme jetzt mal aber nur die Dinger hier. Übrigens auch cool. Man sammelt die kompletten Materialien immer ein, wenn man eins anklickt. Das finde ich nice. Oha, sortieren wir das Ganze mal. Geschenke. Vor einer längeren Zeit mit einem Spieler zusammen gespielt hast. Wenn du es anwendest, ermöglicht dies, dass der Gegenstand diesem Spieler geschickt werden kann, selbst wenn er nicht anwesend war, als dieser Gegenstand fiel. Totally OP! Das heißt, wenn wir jetzt extrem viel miteinander spielen, dann könnten wir einfach Resonanzen sammeln und wenn dann einer Solo spielt, könnte einfach jemandem einen Gegenstand geben. Ich habe mir gerade voll den Ellbogen gestoßen. Erster sein. Oh, ist ein Daimisch. Ist tja. Da musst du jetzt aber auch erster bleiben, ne? Das ist halt das Ding. Zauberschaden, Nahkampfschaden. Was ist. Nee, die Chance auf. Nee. Ja, das könnte man mal austauschen. Schergenschaden schon wieder. Nope. Wieder will ich nicht. Zauberschaden. Oh ja. 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 Ja, gib mir. Danke. Noch besser. Holy. What the heck? Warte, was hat er noch gehabt? Ich hoffe, es war Verlangsamung beim Treffer. Okay. Was hast du jetzt? Nee. Das ist nix. Das ist auch nix.
Ja. Ja, erhöhter Schaden im Laufe der Zeit. Ja, ja, definitiv. Hundertprozentig. Nee. Und nee. Das heißt, das kann ich alles... Oh, nee. Halt, stopp. Für Zeit... 23% mehr Dot Damage. Nice. Ja, giftige Gamer, wie spielt zusammen? Genau, Giftler. Oder ich erst, das stimmt. Gib uns beide zu, gib uns zuerst Game. Genau, für die ersten 10. Steht da, glaube ich, dabei, oder? Ich glaube, den Titel gibt es für die ersten 10. Für die ersten 10 Subscriber. Für die ersten 10 Subscriber gibt es quasi ein. So einen Ding. Weil der nichts wert ist. Also, wie gesagt, ein bisschen Werbung gucken, ne? Also nicht nur ein bisschen, sondern viel Werbung gucken. Und dann gibt's vielleicht das Game. Ja? Now get me out of here. Das da ist doch schon offen. Sag mal. Du stehst doch schon längst draußen. Get me out of here. Junge. Please. Sei doch nicht dieser. Terror. My knees. Such large creatures, those hospitals. Sure, build a tiny cage. Okay. I will be, thanks to you. Let me just grab these. Von hier kann man keine Werbung mehr. Nee. Du, ja, aber. Ich bekomme trotzdem was dafür, glaube ich, soweit ich weiß. Selbst wenn du Abo hast, bekomme ich trotzdem was dafür, wenn du es guckst. Also, wenn du einfach Stream guckst. Schwierig, ich danke dir. Bravo. The shards of the epoch are safe. I was worried for a moment. The epoch. Oh, it's a Terra's most sacred artifact. Holding great power. The power to travel through time. If Raya were to get his talons on it, he would surely win the war. More than that, he'd be untouchable. Just one. Each shard is part of the whole. We keep them separated for protection. This responsibility makes the keepers what we are. Two of them, the one I keep with me and the one from the vault. The third should be back at camp by now. Lena sent him after it. Alone. No. No. There's no time. Okay. The alternative would be to leave one with Lena, drawing the Ostrich's attention to her. No. No, I could not let that happen. Yes. Though right now with Raya at our heels, Vaults are no longer enough. Komm, Luft, Liebe. Luft reicht mehr. Luft reicht, wer braucht denn nicht? Was soll denn das? Also wenn ihr das Game wollt, dann brauche ich definitiv mehr als Luft, ne? Watchtime, so. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Wie funktioniert die Magie der Epoche? Ja, wie funktioniert das Ganze? One cannot use a single shard to manipulate time as they wish. Not even we know the epoch's full potential. But Eterra tasked us to protect it. To protect it, we must. Now, okay. I find a new course of action. Take the epoch somewhere Raya can't reach. Which, speaking of, let's head back to camp. I must reach Lena at once. Okay. Ab zurück. Erstmal nach Tagebuch lesen. To find suitable provisions for Emberwing.
prey in this area upset a drake's stomach. Ulroth in particular. Could I would simply feed him soldiers that question our bond. I admit, I have a bias for the creature. He's strong and more reliable than half those under my command. Plus, we have both been marred by flames. While my wounds showed me the path to the Epoch, his granted ascendance. Emberwing was raised from his draconic form, reforged in Raya's image. I may not be able to take flight, but with Emberwing's aid, I can once again feel the wind. Oh, how I've missed the limitless blue. Okay. Er hat seinen Drachen gemocht. Es dauert wieder. Na, nee, okay. Danke für das Herz. Aber eigentlich meintest du bestimmt, so etwas schicken zu wollen. Wo ist es? Wo ist es? There it is. Viel besser. Als so ein Herz, so ein einfaches. Was ist mit dir? Okay. Tief in Gedanken ist er versunken hier. And it's all thanks to you. He's been quiet since he returned. If you could speak with him, I'd be grateful. Then we can begin our talks. Okay, dann lass uns mal die Verhandlungen führen. Ja, ich bin zurück. We must protect the Epoch. Find a way so Raya won't get to them. Okay. Hopefully. Eterra left their secrets to us and to us alone. I have ideas. Though Lena will disagree. Well, we are keepers after all. Protectors of Eterra's past. Collectors of lost history. Do you think we've made a mistake? Going through the motions. Keeping the shards hidden, it's all been ritual. I feel as though drastic times are upon us. And now, you know about them too. Fate has already shown its hand. I apologize. You might become part of something greater. I only have two shards, but that's enough. I'll keep them safe. Mach das. I'm sorry. Hä? I'm sorry to you too. Sorry for what? What's best for us all. What? With the Epoch's power, I'll finally be able to...